Clash of Clans, eine weitere Folge mit mir, dem Thorsten, der sich erstmal dafür bedankt, dass jemand geschrieben hat: Mensch, Toto, deine Tipps und Tricks, die sind wirklich gut. Ich muss sie nur selber einhalten. Das seht ihr jetzt hier. Ich habe ja gestern gesagt, Leute, wenn ihr euren CK-Angriff macht, überprüft eure Clan-Work. Ich habe es nicht gemacht. Ich habe es nicht gemacht und ich habe auch nicht meine Zauber geprüft. Ihr seht das hier, drei Gift habe ich dabei. Was daraus geworden ist, oh. Ja, ich war eigentlich bis heute oder bis gestern, ich war so ein bisschen tiefen oder ich bin eigentlich so ein bisschen tiefen entspannt, habe aber gedacht, komm, hier ballerst du jetzt ein Eil drauf, beziehungsweise ein Rage drauf, dann ist die Queen schon mal weg und dann machst du erstmal mit deiner Karre ganz, ganz locker die Adler, Artillerie und ja. Adler-Artillerie. Jetzt habe ich den Luftballon ausgewählt hier, beziehungsweise das Luftschiff und meine Walküren haben, also die da drin sitzen, haben alle keinen Fallschirm dabei. Aber egal, ich musste das jetzt irgendwie retten. Also ich musste es irgendwie retten. Irgendwas Mast habe ich gedacht, Toto, deine Truppen laufen jetzt schon so richtig wie Kraut und Rüben hier. Also King, Queen, jenseits von Gut und Böse. Die Queen sollte einen anderen Weg gehen. Der King, der Weg passt. Walküren, ja. Nichts gebracht. Okay, den Adler habe ich gekriegt. Ja, den Adler habe ich bekommen. Und King und Queen laufen hier ganz munter außen rum. Jawohl. Also, aber die CB habe ich doch noch irgendwie bekommen. Und ich habe es auch noch irgendwie gepackt gekriegt, recht viel hier außen noch zu clearen. King ist jetzt in Heilung. Okay. Die Queen schafft jetzt noch eine. Ja, schafft es noch eine Luftabwehr? Ah, da noch eine Falle. Okay, aber eine Luftabwehr habe ich geschafft. Und dann bin ich jetzt irgendwann mit meinen Lalu-Part hier reingekommen. Also der Anfang war echt, der war mal so richtig Grütze. Der war richtig Grütze. Denn so wie ich das jetzt gerade geplant habe, war es nicht geplant. Oder gemacht habe, war es absolut nicht geplant. Und deswegen dieser Wechsel, dieser Clanburg, das ist mir heute oder beziehungsweise bei diesem Angriff hier passiert. Und es ist mir heute auch bei meinem Rathaus 10 passiert. Richtig blöde. Ich habe mich da total darüber aufgeregt, dass immer die letzte Clanburg drin ist, die ihr ja ausgewählt hattet. Und in dem Fall hier war es Luftschiff. Beim Avatar heute war es die normale Clanburg, also nicht die Karre. Das hat mich so super aufgeregt hier. Naja, ich habe den Angriff dann hier irgendwie noch versucht zu retten. Der entscheidende Fehler kommt eigentlich gleich. Ich habe hier unten noch einen Magier, das seht ihr. Ich habe jetzt noch 5 Lakis zum Clean-up. Denn hier war jetzt nicht mehr wirklich viel und ich hatte hier außen ja echt viele Loons. Die schaffen es auch noch bis zu den beiden X-Bögen, überhaupt kein Thema. Die ballern zwar wie die Irren, aber lass sie mal ruhig ballern. Passiert sowieso nichts mehr und dann setze ich hier oben irgendwo meinen Magier, glaube ich. Warte mal, wo habe ich den Magier gesetzt? Ah, ich hab den Magier irgendwo da oben gesetzt. Der ist dann draufgegangen am King. Nein, den hätte ich hier unten setzen sollen, denn ihr seht das hier. Na, was willst du machen? Was willst du machen? Ich lasse es einfach mal laufen. Dann könnt ihr das einmal über euch ergehen lassen. Es war, ja, es wird ein Time fehlen. Es wird ein Time fehlen. Ich habe mich so in den Arsch gebissen, kann ich euch sagen. Ich habe mich sowas von in den Arsch gebissen, denn uns haben hier, ja, uns hat hier dieser eine Stern gefehlt. Uns hat dieser eine blöde Stern gefehlt. Denn wir haben hier ein Unentschieden gespielt. Aber wenn ihr es wisst, das Unentschieden hat nicht gereicht. Danach hat der Swash zwar noch die 3 Sterne für uns geholt im Clankrieg. Also in einem 50er CK sind ein Dreier. Man kann es auch nachrechnen, einfach einen Taschenrechner nehmen. 100 durch 15 sind 6,666666 Periode 7, also 6,67% im Clankrieg. Das heißt, prozentual haben wir es nicht mehr aufholen können, auch mit dem Dreier von Swash. Nur mit meinem blöden Stern hier nicht. Es hat mich echt geärgert. Kann ich euch sagen, es hat mich wirklich, wirklich geärgert, dass wir diesen CK, der eigentlich, ja, der war stark auf Augenhöhe gewonnen haben, denn ich hatte hier eine Dev. Der Chakuza hier oben eine Def und aber auch unsere oder die gegnerische Nummer 1 hat hier gedefft gegen den Chris. Also unsere Elfer müssen gegen 12 einfach ein bisschen besser werden und unsere 12er, wie ich, wir müssen einfach ein bisschen stabiler werden. Ist aber nicht so schlimm. Wir ärgern uns hier jetzt nicht rum im Clan. So nach dem Motto. Sondern wir blicken immer so ein bisschen nach vorne und ja.
so wie es eigentlich auch im Thumbnail steht, es soll ja kein Clickbait sein, also überrannt hier und ich weiß nicht, was hier los ist. Ich blende euch das mal eben, ich muss mal eben sehen, wo ich es habe. Da habe ich das, wartet mal, da habe ich es für euch, ich habe es für euch einmal aufgenommen. Ihr seht das jetzt da, da seht ihr es, die Bases, die wir gegen uns hatten, sonst sehen wir die leider nicht mehr. Also diesen Gegner hier haben wir total überrannt, der hatte jetzt oben nur 11er, 1 12er, Rest 11er, 10er und ich weiß nicht, was das soll. Dieses Matchmaking hier in unserem 15k, ich meine, der Clan, der hier jetzt gegen uns spielt, die haben auch Rathaus 12er, auch richtig hohe, gute Rathaus 12er, Legendenspieler und. Aber vielleicht haben sie zu Anfang schon gesehen, wenn wir hier jetzt diese Starken mit reinnehmen und unsere Unteren bringen gar nichts, dann bringt das auch nichts und gnadenlos untergegangen, der Clan Zumo hier. Ich möchte euch eigentlich überhaupt keinen Angriff von hier zeigen. Denn es tat mir ein bisschen in der Seele weh, muss ich ganz klar sagen. Es tat mir ein bisschen in der Seele weh, die hier mit 45 Sterne hier abzulatzen. Und die haben sich so gequält, hier bei uns immer so einen Stern zu holen. Ich glaube, bis jetzt haben sie zwei Sterne geholt, hier unten beim Witness. Also auch die letzte Base hier. Ich meine, das ist jetzt Rathaus 11 auf Rathaus 10, also ein kleiner Dip. Aber ihr seht das, 15 auf 33 im Moment, oder jetzt ist diese Wertung, glaube ich, auch umgesprungen. Also der gegnerische Clan hat 46 oder 48 Leute hier mit in den Clankrieg oder in die Liga geschickt und schickt hier aber nicht die besten Bases mit rein, weil sie wahrscheinlich gesehen haben, so richtig bringt das nichts. Das Locke bei deren ist auch genau das Umgekehrte, was wir haben. Also Dauerrot, hätte ich fast gesagt. Mit, ich glaube, die haben in den letzten 74 Tagen, ich habe es mal eben nachgezählt, einmal gewonnen und haben sich hier irgendwie in diesen Clan-Level reingestorben. Weiß ich nicht, so nenne ich es ja immer. Alle Angreifer von uns waren so ein bisschen angehalten. Ich muss es ein bisschen belächeln, ja. Waren so ein bisschen angehalten. Wir haben gleich eine Clan-Mail rausgeschrieben, Leute. Greift einfach mit Bowler, Hexen, Riesen an, ob mit Heiler, ob ohne Heiler, scheißegal, das werden immer drei. Und ihr seht diese Dominanz hier, es wurden auch immer drei. Ich zeige euch gleich einmal kurz von oben so die ersten drei, vier Bases, die wir da machen mussten. Und ich will mich auch hier nicht aus dem Fenster hängen. Ich weiß, dass wir sind ein Casual-Clan, aber ich denke, unsere Messlatte liegt relativ hoch. Und niemand ärgert sich hier, wenn wir hier irgendwie verkacken oder sowas. Aber ich zeige euch einfach mal die drei oberen Bases, die wir so machen mussten. Das haben wir alles gestern schon erledigt. Deswegen war ich auch so total tiefenentspannt. 19 Stunden nichts tun hier im CK, weil schon alles durch war. Und ich zeige euch nur die Bases. Ich zeige euch nicht die Replays. Das ist, ja, ihr wisst das selber, wenn ihr uns so ein bisschen verfolgt. Hier der Ei auf diese Elva Base hier, alles mit Rathaus 12 gemacht. Der Swash auf die Base hier, meine Wenigkeit auf diese Base, da kannst du ja fast alles setzen, wo du willst. Da kannst du alles setzen, wo du willst, ist so. Das geht irgendwie hin und ich habe so ein bisschen sogar rumgeschätzt. Ich habe gesagt, wenn ich hier hinten meine Karre setze, da oder hier meine Karre setze, mit zwei, drei Bowlern dahinter, dann fährt die hier bis zum Rathaus durch und ist immer noch heile. Und so war es auch. Ich habe es nicht von da gemacht, ich habe es irgendwie von hier aus gemacht, mit ein paar Loons erst. Und also, ja, das tut einem auch leid. Und ich muss sagen, so will ich Clash of Clans ja auch nicht haben. Das Matchmaking hier, das kommt uns natürlich zugute. Komischerweise hat kein anderer Clan bisher diesen Clan mit 45 Sternen besiegt. Vielleicht hatten sie da noch ihre hohen Zwölfer drin und haben dann aber eingesehen, Mensch, wenn oben gar nichts geht dann, und unten erst recht nichts, dann lass es uns sein, lass uns aufgeben. Und von daher, ja, wir haben wirklich nicht stark geplant in diesem CK hier. Wirklich Bowler, Hexen, Riesen, mit Heiler, ohne Heiler. 45, 13, den haben wir gerockt. Aber jetzt geht es in die entscheidenden Phasen hier. Denn wir müssen noch gegen den Clan, der auf Nummer 2, glaube ich, ist, müssen wir noch spielen. Und auf Nummer 1, also Runde 6 und Runde 7, werden für uns nochmal richtig interessant. Ah, nee. Der eine ist der Chinese mit 12. Mal gucken, welcher das eigentlich ist. Wartet mal eben. Das ist der hier unten. Okay, ich denke mal, wir haben noch einen richtig knackigen CK-Gegner vor uns. Und einen, den wir so ein bisschen schaffen können. Sind hier im Moment
Ganz gut am Gange, Platz 3. Und ja, ihr habt jetzt heute etwas weniger Clash of Clans gesehen, deswegen suchen wir uns hier mal einen Gegner. Mal sehen, ob wir hier ein bisschen was reißen. Okay, da haben wir in jedem Fall noch so ein bisschen Clash of Clans. Und nicht vergessen, hier unten die Karre umzustellen. Hier ist jetzt gerade die Clan-Karre ausgewählt. Ich wähle aber immer ganz bewusst meine Karre. Die verballere ich hier. Es ist zwar ein Rathaus 5er Rathaus, aber ihr seht das so ein bisschen. Ich habe die Eventtruppen hier genutzt. Also immer noch das Riesenskelett, Pekka, die Miner. Denn diese Truppe hier ist richtig günstig. Ist wirklich günstig. Und aber ich habe so ein paar... Oh, ich habe was vergessen, glaube ich. Eieiei, ich habe gar keine Heiler dabei. Das macht aber nichts. Durch diese Base hier, da gehen wir auch irgendwie jetzt mal so durch. Zwei Magier, das ist ein bisschen bescheiden. Okay, da muss ich hier mal ein bisschen mit 1, 2, 3, 4, 5 mit so ein paar Minern funneln. Ich glaube, das liegt so ein bisschen an meinen Spenden, die ich gerade so gemacht habe. Denn ich habe ultra viel gerade gespendet, weil der Witness-Eye so ein bisschen am Pushen ist, gerade durch die Legendenliga. Und ich glaube, ich habe noch nie so viele Truppen gespendet wie jetzt in dieser Startsaison hier. Naja, egal. Mal gucken, wie wir uns hier schlagen. Oh, da müssen wir jetzt einmal... Oh ja, kommt die Queen. Und den King nehmen wir mal ein bisschen in Gift. Der King läuft da auch noch rein. Das ist nicht schlecht. Unsere Clanburg kommt da immer noch nicht raus. Wo ist denn hier der Beschuss in dieser Base hier? Hallo? Ey, was ist denn hier los? Mann, Mann, Mann. Wo ist denn der Beschuss hier in dieser Base? Also Leute, naja gut, dann gehen wir mal hier mit unseren Minern noch von dieser Flanke hier rein. Oh, das ist, oh shit, das ist ein 5er Rathaus. Eieieiei, das haben wir nicht ganz gepackt. Okay, mal sehen. Warden ist dort und wo gehen unsere Miner hin? Die gehen erstmal nicht zum Rathaus. Alles klar, die gehen erstmal nicht zum Rathaus. Vielleicht entscheiden sie sich ja jetzt doch zum Rathaus zu gehen. Und dann zünden wir mal hier unseren Warden. Ich glaube, den haben wir recht passig gezündet. Also noch alles im grünen Bereich hier. Ah, ich bin wieder ultra spät heute Abend. Ist aber hoffentlich nicht ganz so schlimm. Und quassel vor allen Dingen schon wieder viel zu viel. Hab hier nix. Ich hab hier nichts zu trinken. Das muss ich mir gleich erstmal holen. Ein Heilzauber hier noch eingespart. Und ja, der hatte auch noch keine Liga, genau wie ich. Ich habe jetzt eine und baue diese Truppe exakt mal nach. Denn sie ist immer noch billig. 155 Dunkles. Richtig krass, denn ich will ja meinen King hier auf Max-Level kriegen. So wirklich viel fehlt mir da jetzt nicht mehr. Es geht also stetig bergauf. Schreibt mir das mal bitte unter dieses Video in die Kommentare, wie das bei euch mit dem Matchmaking so war. Ich habe heute Abend gesehen, dass auf Discord einige ihre Rankings bzw. ihre Screenshots reingeschickt haben. Wie sie im Moment stehen in der Liga, finde ich sehr, sehr gut. Danke nochmal. Ich werde uns das auch mal posten. Werde für euch hier ein bisschen am Ball bleiben, aber irgendwie heißt die Folge ja auch, was ist hier los? Ja, was war hier los? Ich weiß es auch nicht. Ich hoffe, die nächsten Matches werden noch ein bisschen spannender. Nicht nur für mich, sondern auch für euch. Bis dahin, euer Toto. Sehr schön.